Whatever that is, I needed it. Why are you helping me? Geld. Meistens Geld. Wir sind von einem Blut. Das stimmt gar nicht, ich bin ein Goblin. Wenn wir uns nicht helfen, wer dann? Selbst das Spiel sagt ja, du bist kein Goblin. Naja, Waldgnoben ist fast Goblin. Ich mach mal Waldgnoben. Nicht im Ansatz. You're right. Got my own kin need helping as soon as I'm on my feet. I thank you for your help, but I gotta get moving. Oh, Carl's garters. Oh, I don't have time for this. My kin need me. Oh, ihr könnt niemandem helfen. Ganz ruhig, was kann ich tun? Gibt's Geld? Eine Belohnung fürs Erste. Seems you're the helping kind. All right. I need you to rescue my kin. Not charity, mind. We can pay. We're Ironhand Clan. Best artificers in Baldur's Gate. We were on an expedition down here when the Dwergar snatched us up. I got away, but not the others. The Greys have them digging out some old ruin across the lake. Ah, okay. Was wollen die Dwerger denn ausgraben? Some dusty temple. It doesn't matter. They'll work my clan to death before they ever get near it. Also sie sind die Dwerger doch Zwerge. Wie der Sklavenjäger, den wir da vorhin gesehen haben. Naja, aber sie ist bei ihr stand auch irgendwas von Dwerger irgendwas. Deswegen bin ich ja so verwirrt. Ja, aber sie ist eine Gnomin. Ja, weiß ich. Auf was für eine Expedition war euer Clan da? Just mining for materials. Nothing unusual. Briefest hesitation, but enough. She's lying. But our work pays well. Help my clan, and we'll make it worth your while. I swear. Ich hab dich gerettet, und du lügst mich an. Oh Gott, ob ich das schaff. Na gut. 15. Was? Ich kann dir keinen Bonus geben? Warte mal ganz kurz. Warum nicht? Vielleicht, weil du so weit weg bist. Kann ich noch näher ran? Ich kann nicht raus, also ich kann es mir nicht angucken. Nee, ich kann gerade auch nicht raus, okay. Dann probier's einfach. Ich kann Würfel anpassen? Du musst links unten Würfel anpassen. Sieht dein Würfel anders aus. Seriously? Man kann den Würfel verändern? Was? Ja. Wir haben doch den Pre-Order-Bonus Sonderwürfel. Und das erfahre ich jetzt erst? Ich kann mir einen fancy-schmancy Feuerwürfel machen. So, jetzt gibt's aber ja, mit dem kann ich ja nur über 15 würfeln. Ja, den sehen wir ja nicht. Weil. Super. Da ja, kannst du aber Inspiration machen, oder? Ja, machen wir, machen wir. Die Tüte ist doch voll. Komm schon. Komm schon. Ah, leck mich am Arsch. Erstmal das Doppelte. Ja, geht nochmal. Einmal noch, ne? Einmal noch. Wann resettet sich Inspiration? Wenn du irgendwas Cooles gemacht hast. Ja, ach immer so. Wenn man irgendwas macht, kriegt man doch was. Haha! Wow! Da war bei mir so ein kleiner Haker drin. Das war bestimmt so ein Schummelhaker. Ich hab den Würfel resettet. Fine. It's complicated. But my clan has trouble back in the city. A blood feud. We were searching for something to turn the tide. That's all I can say. But it's worth a lot to us. Understand? A feud. Eine feud. Eine Blattfeud. Nein, ich verstehe nicht. Erklärt und hört auf auszuweichen. Wollen wir ein bisschen beharrlich sein? Ja. Look, you've done me a good turn and you deserve the truth. But that's as much of it as I can tell, I swear it. If you need to go your own way, I respect that, but still, I'm asking. Na gut.
Nur weil du meiner Schlumpfine ähnlich bist. Thank you. Only wish I could go with you. But here. I nabbed these boots from the Greys when I ran. I'll feel better knowing you're using them to kick some Dwerger ass. Ich will deine stinkigen Stimme. I made my escape and wait here, I suppose. Not much choice, eh? Ich hab Stinkestiefel gekriegt. Ach, sie und ihre Leute werden von den tiefen Zwergen da. Oh, was? Stiefel der Geschwindigkeit. Fersen zusammenklicken. Okay. What? Schlage deine Stiefelhacken zusammen und Bewegungsrate. Um Bewegungsrate und Bewegungsfreiheit zu gewinnen. Was? Ach, das ist noch meine eigene Bonusaktion. Krass. Scheiße, ich brauch doch den. Ja, ich brauch die zusätzliche Bonusaktion, Mann. What is the creature doing to those corpses? Ah, nice. Okay, das ist ziemlich geil. Alter, das bringt mir noch zusätzliche Reichweite und alles. Marco ja jetzt die flinken Füße nehmen, ne? Ja, noch nicht. Weil aktuell bringen wir die Stiefel noch nichts. Okay. Achso, du brauchst noch eine andere Klasse oder was? Ja, ich muss noch die Level in Schlingel haben. Weil ohne zweite Bonusaktion kann ich damit nichts machen. Okay. Ja, dann mach mal den Pilzflüsterer. Okay. Nein! Boah. Sovereign's thick fingers stroke the corpse at its feet. A droning melody greets you, as the creature turns its gaze to you. Flesh talker. I show you a memory. Watch and listen. A violent vision grips you. Dwerger, dark dwarves chopping Myconid remains. They broke our peace. They killed our young. The sovereign's song slows to the pace of a dirge. It is still in mourning. We laid waste to many, but intruders remain. Lakewood. The sovereign's song halts as it measures your worth. I sense your resolve. You will find Dwerger invaders near Lake's Edge. Cleanse the rot. Destroy them. Ja, die haben wir schon gesehen. Klar, ich kann die erledigen, oder? Was in aller Höllen habt ihr mit der Leiche gemacht? Ja, okay, das können wir uns ja denken, ne? Gegessen. Ja, Pilze reingepflanzen. Achso, Gestes, wenn sie sterben sollen, könnt ihr sie selbst töten. Warum haben die angegriffen, will ich erstmal wissen. Deep purples swirl into familiar shapes. Gnomes in mining gear, chased by Dwerger. The Dwerger seek a gnome. It is a guest. Ah, okay. So aha, nicht. Gnome sind Freunde, kein Futter. Ihr versteckt einen Gnome auf der Flucht. Sehr lobenswert. The sovereign says nothing, but you hear appreciation in its song. Na klar. An illusion comes over you. A Dwerger. Choking on a cloud of gleaming dust. Accept this gift. It will help you exterminate. The sovereign gifts you one more vision. A wall of vines parting to reveal glowing light. Riches of magic and mind. Cleanse the rot, and they are yours.
You do the circle a service. We will await word. Okay. Yes. Was haben wir gekriegt? Ich auch. Keine Ahnung. Eine Hastsporngranate. What? Das siehst du. Wir geben uns Sporngranaten, damit wir... Damit können wir uns selbst hastig machen. Oh, da unten ist noch eine Händlerin. Ja. Achso, da ist halt diese Kuh. Ja. Genau. Du wolltest mit der Kuh reden, ich will mit der Händlerin reden. Heute ist irgendwie Tag der Geschenke, habe ich das Gefühl. Achso, ich kann mit der Kuh nicht reden. Fleshwalker. Tongue talker. Far you've come. Reach into memory. Tell me of home. Was hast du gemacht? Ich bin anscheinend. Ich bin auf Richtung Händlerin gegangen, aber anscheinend triggert das da irgendwas. Dir dein Eid in Erinnerung rufen, einen tiefen Brunnen voller kochender Wut. Okay. What? Achso, ich soll ihm einfach nur irgendwas erzählen. Ja, erzähl ihm einfach was. Was erzählst du ihm? Ich glaube, die zwei klingt gut. Was ist denn die zwei? Lies es vor, verdammt! Rollenspiel! Warum muss ich immer alles vorlesen? Steht doch, dass ich mein Herz immer lesen will. Hast du Augen? Nein. Dein Herz mit Erinnerungen an deine liebsten Orte füllen. It reveals its own home in reply. A humid cove filled with decaying myconid corpses. Dwegar destroyed my people. I am a sovereign with no circle. This circle does not welcome me. But I have heard the song. You mean to cleanse the Dwegar rot. I mean to join you. I like. Okay. Sind wir nicht voll? Nee, aber ich denke, ich würde auf den Eid der Vergeltung anspielen mit ihr wollt Rache üben, eine edle Sache, kommt mit mir. Das klingt okay. Doch, hau raus. Remain in the Underdark and I will follow. We cleanse the rot together. Wo bist du denn? Wen hast du denn angesprochen? Ach da, der hat mich automatisch angesprochen. Aber das ist auch ein Sovereign. Wer war denn der andere Sovereign? Der andere Sovereign ist hier von dem Zirkel, wo wir jetzt sind. Und er hat anscheinend alle seine Leute verloren jetzt. Ach so, das heißt, hier gibt es verschiedene Sovereign in verschiedenen Zirkeln. Was zum Teufel? Da links ist ein... Das ist ein Sporendiener. Das ist schon cool. Also, achso, das ist so ein Hakenschrecken, aber mit Pilzen gewachsen. Davon haben wir doch gestern an der Wand und Kopf gesehen. Krass. Eben. Ja. Seems the shrooms are letting in more people every day. You see a fella on his own on your way in. Dwarf. Balin's his name. Was? Finde den Pilzsammler. Was war das denn jetzt? Keine Ahnung. Was denn? Was passiert? Dareth hat uns von ihrem Ehemann Balin erzählt. Er ist irgendwo im Unterreich verschollen. Hä? Wer ist denn Dareth? Ach, der talkt. Du talkst gerade. Ja, ich wollte eigentlich auf die Kuh klicken. Das hat bei mir gar nicht getriggert. Bei mir auch nicht. Ah, okay. Nee, ich talk gerade. Macht ihr da unten? Könnt ihr ihn beschreiben? Bald. Blue tunic, dumb as a stick. Kommt mir bekannt vor. Check mal rüber. Right now, waiting for that idiot Balin's return.
Unless you've seen him, we don't have much to discuss. Zeig mir eure Ware. Sie hat ganz viel Tränke. Das ist natürlich immer gut. Tränke sind super. Sie hat eine Handarmbrust. Sie hat einen schicken Flegel. Bogen, Rüstungen, überlegenes Material, Gleichgewicht, eine schwere Rüstung hat sie, aha. Vielleicht ist mit ihr Handeln sinniger, wenn wir ihren Mann gefunden haben, damit wir noch Rabatte kriegen. Ja. Aber ich kann ja schon mal gucken, ob sie irgendwas Nices hat, wo man sagt, oh, geil. Dornenhagel. Säureschaden. Ring des Springens. Aha. Und ganz viele Zutaten. Na gut. Soll ich noch irgendwas sagen? Ich habe ihn nicht gesehen bis jetzt. Oder soll ich einfach lügen und sagen, ich habe ihn gesehen? Nee. Nö, warum lügen? Right. Never mind. Auch die Hilfe bei der Suche. Knock yourself out. But don't come begging for coin if you find him. You try to ransom him to me. You'll find yourself skinned and stuck with a fat old lout. In welchem Verhältnis steht ihr zu ihm? My useless husband. Sent him for an errand. It's no surprise he's made a mess of it. Okay. Balin, where are you? Wir gucken mal. Der wurde bestimmt gefressen. Der ist da hinten am Arsch der Welt, okay. Was? Wo denn? Ja, ist, wenn wir hier weiter links gehen. Okay. Ah, gut, du kannst jetzt gerade nicht mit Tieren sprechen. Nee. Weil Tieren sprechen erfordert eine lange Rast. Ach, scheiße. Aber das kannst du auch nicht neu wirken? Ich dachte, das wäre immer... Ach so, weil du... das zwischendurch neu geskillt hattest, geht das nicht mehr, oder was? Ja, wahrscheinlich. Haben wir nicht noch irgendwie einen Wir haben Zauber bestimmt noch einen Trank. Was? Ja. Nee, Trank wahrscheinlich nicht, aber ein Zauberspruch, oder? Trank? Ja, es gibt, glaube ich, auch Tränke dafür. Ich durchfühle gerade meine Tasche. Ja, Trank des Sprechens mit Tieren. Okay, dann trinke ich den mal. Zack. I want to have a word. Want Master back. He treats me good now. Doesn't kick me anymore. Okay, dafür habe ich den jetzt gesoffen. Gut. Ja. Das ist die Frage, suchen wir erst den Zwerg oder kloppen wir erst die anderen Zwerge? Might be enough to cover rent. Ja. Also ich rechne ja damit, dass wir... Durch, ne? Nee, da kommen wir rein, wenn wir die Zwerge umgekloppt haben. Das war ja die Tür, die er uns gezeigt hat. Ah, und da drin liegt eine bleiche Leiche. Und ein Schlafsack. Ja, mir ist egal, sonst holen wir uns den Zwerg. Ja. Wir wissen ja, wo er saß. Können wir den Snapper mitnehmen? Kann ich den irgendwie von mir abkoppeln, den anderen, falls da unten irgendwas passiert? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, wollen wir jetzt von hier oben an ihn ran, oder? Du kannst ihn einfach abziehen, damit der einfach dann, damit du ihn einzeln steuern kannst. Okay, da rechts kann man auch noch rum. Okay, aber wir gehen jetzt erstmal zu dem anderen, nicht? Haben wir gesagt. Ja. Okay. Ja, aber er läuft mir automatisch weiter hinterher. Ja, lass ihn doch. Anything of use? Langer schleicht, wenn wir schleichen, ist alles okay. Bringt das was hier oben lang zu gehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Gut. Ach, wir sind sogar hier in der Nähe von dem Ambush-Ding, oder? Ja, also entweder gehen wir jetzt nach da unten und kloppen die Zwerge, oder wir gehen nach Norden und holen den anderen Zwerg.
Nee, wir haben doch gerade gesagt, wir sind auf dem Weg hierher, weil wir jetzt die Zwerge kloppen. Ich bin jetzt schon fast die, da. Die Frage war, ob wir erst die Zwerge kloppen oder erst den Ehemann da so. Und dann hatten Marco und ich gesagt, wir kloppen die Zwerge. Rennt aber einer gerade in die falsche Richtung. Du meinst dich? Nee, Marco. Marco war in der Richtung Norden unterwegs. Ich hab Pilze gesammelt. Marco hat Pilze gesammelt. Er ist ja unser Pilzner. Irgendjemand muss es ja mitnehmen hier. Ich wollte gerade sagen, du willst doch Alchemie. Alchemie. Ich würde einfach mal eben reinschleichen. Falls ich irgendwas trigger, dann mache ich das mal eben. Ich wollte gerade sagen, dann warte ich hier oben, damit ich nicht in den Kampf komme. Ja. Weil der Dicky schleicht nicht. This calls for careful footwork. Darf nicht schleichen. What? Oh. Geck! Got someone sneaking up on us. Beschwindigen die Hände hochhalten. Hey! What's this? Got ourselves an infiltrator. You move pretty quietly. Not quietly enough for my liking, though. Noise gets you eaten down here. Reckon I'll hush you before something hungry comes along. His fist grips an axe. On his gnarled gray skin, you see the Absolute's brand. Yes, schon wieder so einer. Einer, der durchgeknallt ist, ein Kämpfer. Editide und Weisheit bringt mich nicht weiter. Einschüchtern, Religion. Finger weg von der Axt, wenn ihr sie behalten wollt. Die Axt oder die Finger? Kämpfe machen meist ziemlich Krach. Wollt ihr das nicht vermeiden? Aber ich sehe bei Kämpfer nicht, was da passiert. Das ist... Also ach so, weil ich Kämpfer bin. Ah, okay. Ja, das ist deine Klassenaktion, die du gemacht hast. I suppose the sound of me cracking your nut would carry down here. But spoil my hunt and you're dead. Was macht ihr hier? Told you, hunting. Slave ran away. Took Sergeant Thryn's boots. Gotta kill the slave and fetch back the leather. Well, the bosses in Moonrise will have Thryn's hide. Nix, die Stiefel behalte ich. Ja, ich hab sie bei mir. Ich trag sie gerade. Habt ihr wirklich jemanden wegen ein paar Stiefeln getötet? Sergeant told me to. Besides, we're talking about a slave. Oh, ich mag den nicht, der ist doof. Helf mir keinem Sklaventreiber. A bleeding heart, are you? Reckon I'll just roast and eat it. Das war das Falsche. Das hätte ich nicht sagen sollen. Kämpft er jetzt trotzdem gegen dich? Ja. Die sind im Kampf gegen mich. Was haben die denn? Unsichtbar. Witzigerweise war der eben in dem Gespräch ganz weit über dir. Hatte den High Ground. Ja, ich stand irgendwo da unten. Es sind noch zwei Stück irgendwie unsichtbar hier auf dem Plane. Ich hätte doch Anti-Unsichtbar lernen sollen. Anti-Unsichtbar, ja, das ist so Unsichtbares entdecken. Ganz wichtig. Ja, vielleicht später. Jo, dann werde ich mich mal wieder hier verflinken. Scheiße, mir fehlt noch... Nee, habe ich noch Langschritt? Müsstest du noch drauf haben. Yes, ach ja, du bist lange Rast. Ach du Kacke. Ich lasse erstmal Julian machen, glaube ich. Ja. Gummibären. Wenn hier und dort. Bitte? Sag Bescheid, bevor du abgibst, und wir dann unseren Zug nehmen. Na klar. Ach, ich kann ja auch Z drücken. Ein Z. Nee, Y. Ah, okay. Wieder viel schneller. Ja, und jetzt kommst du da unten. Ah, ist das fair. Komm zu dir, denn ich bin irre. Ach so, nee, warte mal.
Gott, der stirbt. Scheiße. Ja, was? Er? Ja. Ja, aber so wenig Energie. Auch nix. Ah, scheiße, wenn ich weg will und... Ich dachte, ich provoziere nicht mehr. Na, warte. War das ihn runter? Oh, da stand einer vor mir. Mega. Okay, also das okay. War ja wirklich... Das war ja ein geiler Zufall. Also wirklich, der war super. Ja, okay, dann komme ich jetzt auch mal in den Kampf, ne? Ja, schubst den. Das war der Plan. Ach, verdammt, oh. Hat nicht geklappt. Aber das war ja echt genial. Der hat sich auch nur gedacht, der war da so unsichtbar. Hoffentlich sieht er mich nicht. Bumpf. Kannst du noch ein Stück zurückgehen, Friedhof, oder haut er dich dann? Nee, ich bin jetzt nach dir dran, wie du sehen kannst. Ach so. Ach nee, du bist noch nicht im Kampf, ne? Oder doch? Doch, doch. Ja, aber Kardach ist noch nicht, deswegen. Oder kannst du noch ein Stück zur Seite, Marco? Dann kann Kardach vielleicht dahin? Ja, nee, also ich, von hier aus kann ich ihn leider auch nicht gut schubsen, so. Das ist das Ding. Ah, okay. Ich probier's trotzdem. Naja, das war jetzt nicht so erfolgreich. Ja, ich provoziere leider einen Gelegenheitsangriff, wenn ich jetzt weggehe. Ja, try and error. Ja, aber Kalach ist vor ihm dran. Ich möchte ungern direkt vor ihm stehen bleiben. Ich gebe mal ab, ja? Mhm. Da ist noch einer. Ich wollte gerade sagen, irgendwo da unten. Ach du, what? What ich bin fuck? Paladin, ich hab was gegen Untote. Was? Was? Was, wer schubst hier rum? Kardach zeigt dir mal, wie man schubst. Oder Friedhof zeigt, wie man schubst. Stimmt, der dicke, unser Mykosynth ist ja auch noch da mit. Ja. So, Kalach könnte jetzt auch Gag nochmal. Das Problem ist, der kommt leider gerade nicht weit. Aber egal. Was kann der denn so? Der hat einmal die Fähigkeit Faust, macht 6 bis 26 Schaden. Oh ja, nice. Dann hat er die Fähigkeit Mehrfachangriff. Wenn ein Ziel liegt, kannst du mehrere Angriffe auf ein liegendes Ziel ausüben. Und die Fähigkeit Belebende Sporen. Setze Sporen bei einer Leiche ein, um diese als Sporendiener unter deinem Kommando zu bringen. Da unten ist eine Leiche. Oh, leider alles zu weit entfernt. Also die Leichen von dem sehen auch eklig aus. Irgendwelche toten Zwerge. Oder Untote, besser gesagt. Ich glaube, ich würde auch gleich versuchen, den anderen Typen zu schubsen vielleicht. Ah, Konzentration verloren. Ach, leck mich doch. Ah, er hat seine Konzentration verloren, schon gut. Oh, schön. Er ist gleich weg. Ja, ich bin fertig. Scheiße. Die können wahrscheinlich nicht so schnell sein, hoffe ich. Wie diese drei da hoch. Hurtende Zombies, wo sind die denn? Tja. Ist das ein Untoter? Ist das eine Leiche? Kann ich daraus einen Sporendiener machen? Direkt. Das wäre cool. Wäre auch interessant. Ach nein. Scheiße. Schmeiß los.
Ich habe ja keine. Ich habe keine Keypunkte mehr. Sind wir unvorbereitet hier reingegangen? Brauchen gleich wohl eine kurze Rast. Ja. Ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht sogar langsam mal eine lange bräuchte. Schon wieder. Wieso schon wieder? Ich habe die ganze Zeit schon kaum noch Zauberplätze. Ja, muss ein bisschen aushalten hier. Mi. Wenn wir gleich sowieso eine machen, kann ich auch schon was ausprobieren hier. Oh, Alter, ist das groß. Das höre ich öfter. Was hast du gemacht? Pass mal auf hier. Willst du noch irgendwas mit dem Zwerg da machen? Weil sonst mache ich da gleich einen Flächenzauber hin. Mach was mit, du willst. Mit welchem? Mit meinem? Ja, mit Gag, meine ich. Ich kann sonst einfach zur Seite gehen. Sonst hätte ich ihn nämlich jetzt runtergeschubst oder so. Das kannst du auch machen. Weil zumindest versucht. Und wenn das ja, nicht schubst, schubst ihn zu den anderen runter, wenn das geht. Ja. Mal gucken. Ja, der fliegt, glaube ich, zu weit. Aber ich probiere es. 60%. Yes! Boah, sauber. Das war richtig. Und bleib unten! Oh, ich hab noch eine Aktion. Was willst du denn machen? Ja, geh da am besten ein bisschen weg. Darf ich vorher noch eine Brandbombe draufwerfen? Ja. Ich hab noch eine Aktion, die will ich nicht vergeuden. Oder lieber nicht. Ich weiß nicht, ob das mit deinen... Ja? Okay. Ich weiß auch nicht, wie das interagiert, aber mach einfach.